So, Freunde, neuer Tag ist angebrochen und es ist scheiße heiß. Es ist so richtig scheiße heiß. Wir gehen jetzt Chinichita mehr oder weniger. Eigentlich gehe ich da, seit wir das Metroplex haben, gar nicht mehr wirklich so richtig hin. Aber prinzipiell dachten wir gehen einfach mal wieder, weil ich einen Gutschein noch rumliegen habe für das Chinichita. Wir wissen bloß nicht, ob der abgelaufen ist. Wenn nicht, haben wir ultra das Problem. Da steht nichts drauf mit Ablauf. Also von daher ist das gut. Schau, ich zeige euch den Barcode. Na, haha, Spaß. Aha, alles klar. Und Gutscheine für McDonald's haben wir auch noch. Die werden wir dann auch noch einlösen. Weißt du, ein bisschen was fooden. Schau, siehst du, so weit sind wir schon gekommen, dass wir jetzt zum Gutscheine gammeln hier. Ja, seht ihr, weil meine letzten Videos nicht ankommen, müssen wir jetzt immer auf Gutscheine. Und uns doch verlassen. Genau. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich guck mal, wo ich jetzt noch überall filme. Gerade eben waren da so zwei Typen auf der Straße gesessen, ne? Und wir sind da vorbeigelaufen und ich habe die Legre ausgepackt, weil ich das filmen wollte. Und die so, was hast du für ein Handy? Als ob das so mit der Linse und den Audioausgaben da, als ob das jetzt so aussieht wie so ein richtig... Hä? Und dann noch von der Form, weißt du? Ja. Von der Baustruktur noch. Oh, jetzt hat's aufgehört. A Baby Driver. Transformers 5. Und Mario Mafiosi. Da unten sind zwei deine Kollegen. Was? Oh, Scheiße, wieder von vorne. Oh, ganz schlecht gemacht. Was? Denn? Vorsicht. Gianni ist extrem traurig und muss jetzt anfangen zu weinen, oder? Warte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video richtig gehört hat, aber das hallt halt total komplett durch alle Gänge. Oh Mann. Wie viele Filme müssen wir noch angucken? Viele? Ey, ohne Witz, dieses Jahr sind so viele Filme draußen, jeden Monat mindestens zwei, dreimal ins Kino. Wir können das mal aufzählen. Also, heute Pirates of the Caribbean. So, das ist schon mal eine Sache, die wir erledigt haben. So, was kommt nächsten Monat? Baywatch. Baywatch. Wonder Woman. Transformers. Ja. Dann Underground Casino. Ja, Underground Casino, aber das ist glaube ich im Juli. Ja, das ist im Juli dann. Genau, und dann gibt es noch Bully Parade. Ja. Nee, aber das kommt ja da alles, das kommt ja nicht im Juli. Das kommt ja, glaube ich, erst im August. Ansonsten kommt ja noch Spider-Man Homecoming. Ah, stimmt. Spider-Man Homecoming. Danach kommt Bully Parade. Genau. Kommt aber, im August kommt ja aber noch was. Aber ich weiß nicht was. Ich glaube, kommt nicht Thor? Oder kommt Justice League? Justice League, Thor, nicht zu vergessen. Star Wars wie immer im Dezember. Diesen Film, ich weiß nicht, ob man es jetzt richtig sieht. Ich muss einfach mal ein bisschen hinzoomen. Dann kann aber sein, dass die Qualität ein bisschen schlechter ist. Wie heißt der Film nochmal? Valerian. Wir haben nämlich gerade beschlossen, dass wir diesen Film wahrscheinlich auch gucken wollen. Das ist richtig belastend irgendwie. Was ich ganz gerne sehen würde, meine Damen und Herren, ist, wäre zum Beispiel Alien. Aber da traut sich keiner so wirklich mit mir reingehen. Was schade ist, weil der Film soll angeblich sehr, sehr gut umgesetzt sein. Wenn du jetzt die Kamera auf mich schwenkst, nur zu zeigen, dass ich jetzt derjenige bin, der gar keinen Bock auf diesen Film hat, und jetzt habe ich mich selbst dafür beschuldigt. Und? Ist mir scheißegal? Du gehst mit. Ich bin dann... Gib noch mal ein kurzes Statement, aber das habe ich nämlich gestern nicht gefilmt. Ich habe meine Legre ja nicht im Kino dabei gehabt. Wie hast du King Arthur eigentlich gefunden? Einfach noch mal für die Zuschauer. Er war wirklich gut. Also das von einer Kindergeschichte wurde jetzt ernsthaft ein Gemetzel draus gemacht. Unglaublicherweise. Und ich muss echt zugeben, der war wirklich verdammt gut. Sogar noch, wie sie das noch umgesetzt haben, wie sie noch diese Geschichte erzählt haben. Das kam, ich weiß nicht, wie man sowas beschreibt, aber... Sie war auf jeden Fall extrem anders erzählt und es hat Spaß gemacht, dazu zu schauen. Genau. So wie einfach, wie sie das einfach erzählt haben, die Geschichte. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Skala von 1 bis 10, was gibst du für eine Punktzahl? 10 ist gut, 1 ist schlecht. 9? Oho, Gianni bewertet. Ja, okay, aber bei mir wäre es, glaube ich, auch
eine 8 oder eine 9. Irgendwie sowas. Die ist lesbisch. Wir müssen uns den Film gucken. Ja! Ich dachte, ich mache jetzt einfach auch mal ein Video für Leute, die ganz gerne mal schlafen gehen wollen und dieses Video trotzdem weiterhin sehen wollen, weil die legen sich ja hin und dann sehen die mich ja so schief. So sehen die mich wieder gerade. Und für die Akrobaten haben wir auch ein Video. Jetzt talken wir im Kino. Vor allem, die schreiben auf die Karten nicht Pirates of the Caribbean oder Flucht der Karibik, sondern Pirates 5. So Piraten 5. Meine ist größer. Okay, es wird jetzt Zeit für die 3D-Brillen. Und da gibt es ein Tutorial dafür. Niemand wusste das, wie das funktioniert. Jetzt zeige ich es euch ganz einfach. Ihr nehmt die Brille und zieht sie so drauf. So einfach geht das. So einfach. Nein, warte, ich helfe dir. Nicht, dass du das Ding noch zusammenbrichst. Genau. Weil man muss ja die Nase rein. Ihre Bilder, ich denke, die sehen gar nicht so aus. Also, der ganze Käse ist gegessen. Die Filme sind angeguckt, sind beide richtig geil und empfehlenswert. So auf jeden Fall und nicht anders. Und damit wollte ich sagen, ich verabschiede mich direkt und sage, hau rein, haut rein, bleibt fresh. Und wir sehen uns dann das nächste Mal.